Hallo zusammen, heute geht es um diese Störungs-LED von Secop. Also die LED ist nicht von Secop, aber diese LED kann man bei der Steuerung von Secop anschließen und so haben wir ein Störungssignal. Zum Beispiel bei dieser Kühlbox hier. Diese Box hat folgendes Symptom: sie startet oder probiert alle 68 Sekunden zu starten und hier diese Störungs-LED blinkt. Einmal, wir kommen nachher drauf, was einmal blinken bedeutet. Aber wir hören es vielleicht, der Lüfter innen drin läuft. Bei dieser Steuerung hier von Secop, da kann man diese LED montieren. Und zwar haben wir hier eine kleine Anleitung, was die Blinkzeichen bedeuten. Und hier das Anschlussschema, wie man diese LED anschließt. Also das heißt, hier D oder so D kommt auf D. Ist eigentlich relativ einfach. Und Plus kommt auf Plus. Und jetzt kann ich natürlich zum Beispiel hier bei diesem Kühlaggregatskabel ausstecken und hier auch auf Plus gehen und auf Minus gehen. Und dann sehen wir, wie diese LED nicht anfängt zu blinken, weil ich muss natürlich noch den Thermostaten anschließen. Den Thermostaten schließe ich hier an zwischen C und T. Jetzt ist er angeschlossen und wir sehen, ich hoffe man sieht es, diese LED blinkt. 1, 2, 3. Dreimal nacheinander. Ja, wir haben jetzt, gehen wir zu dieser Störungsliste. Wir hatten diese Kühlbox, die blinkt einmal. Das heißt Batterieschutz, Unterspannungsschutz, Spannungsabfall. Das Problem ist, ich habe jetzt hier so ein Kabel, das sind schon mal 2,5 Meter. Und nachher kommen hier nochmals 8 Meter solch dünnes Kabel bis hier dann auf meine Batteriebox. Und mit so dünnem Kabel, mit der Länge, kann diese Box nicht funktionieren. Die schaltet dann ab und startet, wenn man halt die Stecker rauszieht, sowieso nicht, und startet alle 68 Sekunden. Bei dieser LED hier, da haben wir das dreimal blinken. Und dreimal blinken heißt Motorstartfehler, blockiert oder zu hoher Anlaufstrom. Ja, nur, ich habe ja hier gar keinen Motor dran. Der Kompressor fehlt, der liegt hier drüben. Ja, und somit kann ich natürlich auch nicht, kann der Motor auch nicht starten. Diese Steuerung hier, die sitzt hier direkt auf dem Kompressor und hier sitzt eine Kreuzschlitzschraube dazwischen. Hier sitzt diese Kreuzschlitzschraube und die kann ich mit dem Schraubenzieher rechtsrum reindrehen, also im Uhrzeigersinn. Und dann kann ich die Steuerung über das Teil wegklappen. Da komme ich dazu. Weil ihr seht jetzt hier, das Teil blinkt. Aber die neuen Steuerungen, also die 101N0212, die haben hier innen drin, man sieht es vielleicht auf der Platine, auch eine LED. Nur diese sieht man nicht von außen, die sieht man effektiv erst, wenn man die Steuerung wegnimmt und dann innen reinguckt. Hier oben runter ist das überhaupt kein Problem. Nur wenn ich jetzt die anschließe, dann läuft der Kompressor. Wie komme ich zu so einer Störungs-LED? Wir haben diese Artikel am Lager,
diese Artikel liegen bei uns rum, die verbauen wir teilweise. Aber es lohnt sich eigentlich nicht, diese Artikel irgendwie im Online-Shop zu hüten oder aufzusetzen. Aber in Zukunft gibt es diese Artikel, die wir so als kleine Helfer haben, und zwar in unserem Lagershop. Was heißt das, Lagershop? Wir sind dran, unser Lager in einen Shop umzuwandeln. Dies hier ist ein Teil von unserem Lager. Hier sind wir jetzt am Umbauen. Hier kommen Warenhausregale rein. Hier liegt Ware, Abdeckungen, Gastronomschalen. Wir haben dann hier teilweise Kühlboxen. Hier liegen noch jetzt Regalwände am Boden. Hier mit Lochwänden. Hier hat es Kühlelemente. Momentan ist das ein Riesenchaos. Steuerelektroniken. Hier kommt schon, da hinten hat es Ladegeräte. Ladegeräte, die Auslaufmodelle sind, trotzdem funktionieren. Also hier könnte man noch ein Schnäppchen machen. Da hinten steht eine niegelnagelneue Batterie. Netzgeräte. Körbe aus Tiefkühltruhen. Wir haben ja nicht nur 12 Volt Kühlgeräte, sondern wir bauen auch zum Beispiel Kühlgeräte um. Dann haben wir hier eine Beige Wechselrichter. Aber eben, ihr seht, Einbaurahmen. Dieser Lagershop ist noch nicht so weit. Ja, das war ein kleiner Rundgang und durch unseren neuen Lagershop, der kommt. Und hier habe ich eine neue Kühlbox, die stelle ich euch vor, die kommt. Unsere Batteriebox kennt ihr schon, da mache ich euch einen Link über diese Box. Ja, und dann wünsche ich euch einen schönen Tag.